Ein herzliches Willkommen wieder mal bei Minecraft. Ich warte jetzt eigentlich nur mehr auf meinen Vater. Ich bin da, kann ich beitreten? Ja, Moment, Musik ist aus, das ist völlig wurscht. Ja, ich bin da, servus. So. Wir haben das letzte Mal begonnen, ein Ding zu machen, eine Pyramide. Jetzt machen wir weiter. Genau. Oh Gott. Ich sehe schon, das werden wieder längere Folgen. Irgendwie kommt mir vor, ist das Abbauen bei Minecraft das, was am wenigsten Spaß macht. Obwohl Minecraft ja eigentlich ein Abbauspiel ist, macht mir das zumindest am wenigsten Spaß. Das Aufbauen von neuen Sachen ist zumindest für mich deutlich angenehmer. Ich steck hier mal ab, wie weit wir in etwa reinbuddeln. Okay. Sonst, weil wenn wir den ganzen Berg abtragen, sind wir noch ein paar Stunden beschäftigt. Wobei wir das ja gar nicht brauchen. Sollten wir die vielleicht hintereinander legen? Wäre mal Bescheid. So, so, so. Weil wir jetzt schon sehr weit sind. Ja, also wir sind nicht unweit, sagen wir es mal so. Also wenn wir bis dahin jetzt bauen, wo ich da gerade das mache, dann sind wir auf jeden Fall gut dabei. Ja, das muss dann noch ein bisschen aufgetragen werden, damit das ein bisschen schöner ausschaut dann noch, aber das sind dann die Feinheiten. Ja, also bis daher in etwa sollten wir schon machen, also schon abholen. Oh Gott! Ja, Gott, nochmal. Kann mich auch nur auf die Schnauze legen. Die Sonne geht schon wieder unter. Es geht immer beim Abbauen so schnell, dass die Sonne wieder untergeht. Wenn man am liebsten alles in einem Durchwascher machen würde, wenn man schon macht. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass man teilweise urweit Blöcke setzen kann? Ja. Also wirklich so 4-5 Meter? Nicht immer. Ja, aber immer öfter. Jetzt stell dir mal vor, wie missgebildet diese Gestalt ist, die einen da verkörpert, damit er so weit irgendwas noch machen kann.
Da muss er Arme irgendwie wie Spaghetti haben. Und wir sollten schlafen gehen. Mist. Hallo? Schlafen? Nein. Doch. Doch, weil jetzt spawnen hier gleich Viecher. Das schaut lustig aus, wenn du mit der Schaufel in der Hand schlafst. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. So. Vorsicht, da fällt ein Creeper zu dir! Nur Spaß, nur Spaß. Ich hab keinen da. War ja auch nur Spaß. Mist. Ich liebe diese Viecher. Nein, weil unsere Pyramide soll ja aus Sandstein und drüber Sand bestehen. Das heißt, wir könnten, wenn sich auf unserer untersten Etage Sand befindet, dann könnten wir den lassen, aber so wegen der einen Schaufel, die uns das kosten würde, das macht das Fleisch auch nicht mehr fett. Aber halt, ich habe mir sogar etwas zurechtgerückt, worüber ich bei diesem Abbau Gefasel, Getue halt sprechen kann. Jetzt muss ich es nur kurz finden. Okay. Also, das erste, was ich mal zurechtgelegt habe, ist, wie bin ich überhaupt auf Kommentatoren, Let's Plays etc. gestoßen? Weil das sicher etwas ist, was einige interessieren wird. Und zwar bin ich als erstes auf Kommentatoren gestoßen, auf einen englischen Kommentator, der World at War kommentiert hat, weil das damals mein Lieblingsspiel war. Ist es heute auch noch, nur nicht auf der Xbox und nicht am PC, wegen den Hackern. Auf der PlayStation scheint es immer noch gut zu gehen. Zumindest halbwegs. Ich habe mit dir ja auch ein bisschen World at War gespielt, erinnerst du dich? Ja. Wie hat's dir denn... von welchem Spiel redest du jetzt? Du weißt, ich sterbe immer bei alle. Ja, deswegen frage ich ja extra. Kohle. Ist schon arg, dass einfach manchmal mitten in einem riesigen Berg, den man im Normalfall nicht abtragen würde, einfach nur viel Kohle ist. Ja. Das heißt, irgendwo gibt's immer Kohle, die man nicht gefunden hat noch. Das ist ja teilweise richtig arg. Und warmer Lavasee. Nein, Gott sei Dank. Wie weit bist du schon? Oh, diese
diesen Sandstein und diesen normalen Stein würde ich persönlich durch normalen Sand ersetzen. Ja, aber ich müsste ja mal weiterkommen. Wir dürfen aber nicht allen Sand zu Sandstein verarbeiten. Nein, es ist eh genug Sandstein auch da. Ja, das heißt, von nun an am besten Sandstein bleibt Sandstein und normaler Sand bleibt Sand. Hier genau. Sandstein. Scheiß auf die Erde. Und zwar, jetzt brauche ich ein bisschen Material wieder. Bisschen Werkzeug. Schätze mal, das wird reichen. So. Ja, damit. Okay. Was brauchen wir? Ich sollte jetzt einmal diese Dinger da abernten. Den Weizen. Ja, ich brauche bald ein Futter. Ja. Ich regeneriere mich auch nicht mehr. Du solltest das vielleicht einsammeln, das despawnt nach einer Zeit. Das, was du abbaust, solltest du immer schnell einsammeln. Ja, ich habe erst entleeren müssen. Wir haben gerade mal genug Weizen für ein einziges Brot. Das ist nicht so gut. Warum kriege ich nicht mehr? Alter Marsch. Okay, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir uns gut ernähren können. Ich gehe mal irgendwo hin und schlachte Kühe. Ist hier noch irgendein Geheimnis? Nope. Okay, jetzt darf ich nur nicht vergessen, wo das ist. Ich könnte natürlich diesen hier machen, aber das mache ich nicht. Oder diesen hier, aber das mache ich auch nicht. Also, nein, wir sind im Multiplayer. Moment kurz. Im Multiplayer gibt es jetzt auch den Too Many Items. Das ist ja arg. Werde ich natürlich nicht benutzen. Okay, in Richtung Wüstenbiom. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt schon dunkel wird. Ich brauche Tiere. Mist. So ein Schmarrn. Da, eine Kuh. Okay, zwei Fleisch. Nur eine Kuh. Ein Fleisch. Schafe. Habe ich eine Schere dabei? Nein. Ich höre hier noch eine Kuh. Nur wo? Oh, da. Oh, das war voll die Psycho-Kuh. Was ist das? Leder. Das Leder schaut in einem Texture Pack arg aus, eigentlich. Und jetzt wird's aber dunkel. Mist. Moment, das sind noch Schweine. Ich töte noch mal kurz zwei Schweine. Ja, hier sind viele Schweine. Da können wir uns das Weizen sparen und die Schweine mitnehmen. Nein! Stopp. Danke. Es ist schnell. Schnell wie der Wind. Schnell.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist ein Wind, es ist ein Schwein auf einem Rind. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Leder? War nix. Hey! Also... brauchen wir mal einen Ofen. Kohle haben wir ja genug. Einfach alles reinpressen. Okay, eine Kiste ist einmal voll. Wir brauchen mehr Holz. Hab ich. Mach dir keine Kiste noch einmal. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe.